Hallo und herzlich willkommen zu Super Paper Mario. Wir sind dabei, jetzt nach dem Spiel das zu machen, was mehr oder weniger viel Spaß macht. Ja, nicht die Leute anzusprechen am besten. Wir wollen in den Laden gehen. Ich habe mich ein wenig schlau gemacht, beziehungsweise, naja, was heißt schlau gemacht? Ich habe hier neben mir eine kleine Liste, wie wir Zutaten zum Kochen verwenden können. Und das machen wir doch jetzt auch mal gleich. Wir können nämlich ein Kopa-Blatt mitnehmen und wir können einen Eisschmatz mitnehmen. Diese beiden können wir in Flopstadt natürlich kochen. Wobei, Moment, wir sollten vielleicht erstmal sinnvollerweise die Sachen kochen, wo wir nur eine Zutat für brauchen, weil da müssen wir nicht extra nochmal rüberlaufen. Macht irgendwie durchaus Sinn. Und zwar, nein, nicht lagern. Was mache ich denn? Wir wollen natürlich abholen. Und zwar wollen wir einen Giftpilz abholen, weil ich bin mir jetzt sicher, dass man Giftpilze alleine kochen kann. Damit auch ein Giftpilz, genau. So, ansonsten haben wir keinen Giftpilz? Verarscht mich bitte nicht. Ich hoffe ja. Moment, auf jeden Fall können wir auch noch einen Langzeitmix mitnehmen. Oder machen wir das nachher? Warte, Moment. Wir können aus einem Mal kochen, können wir, glaube ich, sonst nichts mehr machen. Wenn ich das nicht täusche, Tintensaft, Tintensuppe haben wir bereits. Macht auch irgendwie Sinn. Ja, genau. So ist das okay. Da gehen wir mal einfach zu Safrania und kochen einfach mal den Giftpilz, wenn wir das nicht schon getan haben. Aber ich glaube, Rezepte. Giftpilz sieht hier nicht danach aus. Nee, Giftpilz haben wir noch nicht gekocht. Wunderbar. So, ab nach unten. Das wird jetzt tatsächlich ein bisschen, naja, sobald wir kochen, ich muss viele Zutaten holen. Ich werde vielleicht auch einiges rausschneiden, sobald wir das machen. Aber, naja, es wird schon irgendwie hinhauen, sage ich mal. Ansonsten, ja, kochen wir jetzt einfach mal den Giftpilz, weil da kommt irgendwas richtig Tolles raus. Und zwar was, das werdet ihr gleich sehen. So, ich guck gerade nochmal. Genau, ich habe gerade rausgefunden, wofür wir den Langzeitmix brauchen. Schön, ist doch sehr schön, wenn man gleich neben sich einen PC hat. Ja, das war jetzt das erste Mal das Zeichen, dass irgendwas fehlgeschlagen ist. Aber trotzdem ist was, was relativ neu ist. Du erhältst Wonnebombe mit einem Hauch von Gefahr. Nichts für schwache Nerven. Ja, erst einmal, dieses Item sollte man nicht unbedingt zu sich nehmen, weil dann hat man, glaube ich, nur noch ein KP danach. Ist, naja, ein wenig asozial, kann man so sagen, aber okay, müssen wir wohl mit leben oder so. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir raus und besuchen einfach mal Safrania auf der anderen Seite, weil auch da können wir natürlich noch ein bisschen was kochen. Was genau, wir werden es gucken, ob ich jetzt hier auch alles zusammenbekomme, aber ich glaube, genau, eine Sache können wir auf jeden Fall noch mitnehmen im Laden, wenn wir schon mal da sind. Und zwar, ja, wir können erstmal das lagern, was wir hatten, hier die Wonnebombe, das können wir noch lagern, Ultrapilzmix werden wir erstmal nicht gebrauchen und noch ein Lebenspilz, genau. So, sehr gut, jetzt holen wir nochmal was ab und zwar einmal bitte den roten Apfel, genau, auch den werden wir brauchen. Ich weiß, das sind relativ komische Kombinationen, die ich hier zusammensuche, aber die werden gebraucht, ja. Und zwar sogar nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals. Inwiefern, das werden wir wahrscheinlich gleich noch sehen können. Ja, das ist jetzt so ziemlich aber auch das schwierigste Gericht, was wir gleich zu Anfang kochen, oder das, wofür man so ziemlich die meisten Zutaten braucht. Ich bastel es jetzt einfach schon mal zusammen. Na, ich weiß nicht, ob wir es komplett zusammen basteln. Bin ich mir noch unsicher. Ich gucke auf jeden Fall nochmal in den Laden hier, ob es das gibt, was ich will. Ich habe zwar nur 30 Münzen, aber vielleicht hat er ja das bereit, was ich brauche, aber es sieht eher schlecht aus. Ich glaube, da hätte ich eher in Flipstadt gucken müssen. Oh, der hier hat einen Blockblock. Okay, ich dachte, das wären einmalige. Ich dachte, das wären Drops, die Blockblocks, aber anscheinend doch nicht. Das ist sehr gut, weil da müssen wir nicht diese behinderten Viecher aufsuchen, die normalerweise droppen. Das sind diese, ja, diese Viecher, die aus mehreren Kästen bestehen eben. Kein Wunder, dass die Blockblocks fallen lassen. Die müssen wir dafür dann einfach nicht mehr aufsuchen. Hat ja auch irgendwie was. Wir gehen jedenfalls erstmal zu Safrania und kochen hier das Cooperblatt zusammen mit dem Eisschmatz. Eine sehr
seltsame Mischung, da gebe ich euch recht, aber es kommt was Gutes bei raus. Ja. Naja, was heißt gut? Also zum Verwenden werden wir dieses Item wahrscheinlich nicht benutzen, aber es ist lustig, ja, definitiv. So, schönes Herzchen, wunderbar. Fertig, schmausen. Eishase, eisiger Leckerbissen. Gegner nehmen eisigen Schaden. Ja, erste Mal, dass das Gericht gemacht wurde, bla. So, jetzt gucken wir uns nochmal... Ach nee, Quatsch, was mache ich denn? Wir müssen eigentlich nochmal kochen. Sorry. Das könnte jetzt ein bisschen mehr nach Verwirrung aussehen, wenn ich hier so weitermache mit dem Kochen. Also, da wundert euch nicht. Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal, weil das ist so schwierig, das alles zu überblicken, dass man manchmal einfach vergisst, was man gerade machen wollte. So, wir kochen den Eishasen und den roten Apfel. Ist auch eine sehr seltsame Mischung. Ich glaube schon. Und erhalten... Du hältst Erdbeereishase. Eishasenfreundin friert Gegner mit ihrer Kälte ein. Ja, jetzt haben wir den Freund und seine Freundin gemacht hier. Und das Lustige ist, wir können später auch den Eishasen kochen zusammen mit dem Erdbeereishasen. Also quasi Freund und Freundin zusammen kochen und erhalten auch was Schönes. Die Frage ist jetzt nur, ob wir das machen wollen. Ich glaube, erstmal lassen wir das. So, was könnten wir noch machen? Ich guck mal gerade abholen. Also, Bratpilze können wir in jedem Fall mit irgendwas mixen, aber momentan sieht das... Genau, wir können einen Pilzmix nehmen. Und dazu noch die schönen Suseltränen, die wir beim letzten Mal mitgenommen haben. Und die können wir zusammen kochen. Kommt auch was Schönes bei raus. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Ja, ich merke, es ist schwierig, nebenbei zu reden und auf meinem Bildschirm zu gucken, was ich denn noch so kochen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, das ist noch irgendwie annehmbar für euch. Ja, wir werden auch nicht so lange jetzt für Kochen verschwenden tatsächlich. Also in Anführungszeichen verschwenden. Meistens kommt ja was Sinnvolles bei raus, so ist ja nicht. Suseltränen und Pilzmix. Moment, da muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Ja, ist richtig, genau. Nicht, dass wir hier irgendwas kochen, was nicht richtig ist. Das wäre natürlich irgendwie Fail, aber ich glaube, das geht momentan noch. Ansonsten können wir, glaube ich, gerade nicht so viel kochen. Ich gucke gerade... Ah ja, wir kriegen Gourmetpilze. Seltenes Pilzaroma, heilt 10 KP und Vergiftung. Ja, erstes Mal, dass das Gericht gemacht wurde. Okay, haben wir irgendwie... schon bemerkt oder auch nicht oder auch doch, keine Ahnung. Passt jedenfalls so. Können wir ansonsten noch irgendwas machen? Ich sehe ja gerade irgendwie nichts. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ne, bis jetzt sieht es noch relativ mager aus mit dem Herstellen. So, den Erdbeereishasen lagern wir einfach auch mal. Und ansonsten, mal gucken, können wir noch was Schönes abholen. Wir haben hier Sterndinner, Space Food, Sternwind, Pilzsteak, Pfirsichsaft, Sirup, Langzeitmix, Lebenspilz, ja. Nö, sieht einfach, bis jetzt, so sieht's gut aus. Ab jetzt können wir auch wieder weitermachen mit den Karten, die wir, also mit den Landkarten, die wir noch haben, den Schatzkarten, sagen wir es so. Und können uns dann nochmal irgendwas zurecht skillen, keine Ahnung wie genau. Aber das werden wir gleich feststellen. So, wir fangen an in Welt 1, logischerweise irgendwie. Weil da, ja, das letzte Mal haben wir ja hier in Flipstadt die, und in Flopstadt auch, die Karten abgesahnt. Und jetzt geht's weiter mit, ja, hier dem Gedöns eben. Kapitel 1.1, ja. In Linearia, der einfachsten Welt auf der ganzen Erde. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber... Okay, Landkarten. So, die erste Landkarte war doch, genau, in dem Haus von Sophos. Ich glaube, es war Sophos. Zack. Ja, jetzt wird es hier schön einfach, mal durch die Welten zu sausen. Das Lustige ist, hier ist sogar original der Pilz vom Originalspiel. Also, nein, nicht der Originalpilz, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da hat man sich irgendwie Mühe gegeben, mehr oder weniger. Warum nur mehr oder weniger? Ganz einfach, naja. Es ist schon relativ naheliegend. So, Sophustos-Karte. Ja, genau, er heißt gar nicht Sophos, er heißt Sophustos. Das habe ich verwechselt mit Pokémon Kolosseum. Da ist der Sophos, der Großvater von Tippi, ja.
Ist es nicht schön, wenn man so zwei Spiele am Laufen hat und alles so ein bisschen nebenbei? Sophustus erklärte Mario, wie er die Dimensionen wechselt. Er spricht gerne über seinen Bart und schwebt immer zu. Ansonsten ist er aber eigentlich ganz normal. Ah, Moment. Eine Sache müssen wir noch machen. Da bin ich jetzt sehr wild drauf. Das war auch dämlich, dass ich es jetzt vorher nicht gemacht hatte. Weil wir waren schon so nah dran und ich vergesse es einfach. Das tut mir leid, aber das können wir jetzt noch nachholen. Da wir in Welt 1 unterwegs sind und wir da ohnehin ziemlich viele Missionen zu erledigen haben. Warum, das werden wir auch gleich noch feststellen, aber... Naja, gut. Wir gehen einfach mal zum Wahrsagerhaus und sprechen mal mit unserer guten... Wie heißt sie nochmal? Willkommen in meiner Lieblingsvilla der Weissagungen. Du hast bereits getan, was du tun musstest. Jetzt sollst du tun, was du für das Beste hältst. Ja, gut. Die sagt jetzt nicht mehr so viel tatsächlich. Aber auf der anderen Seite die Wahrsagerin, die gute Merle, die wir ja sogar gerettet hatten, die hat noch eine Aufgabe für uns. Und diese Aufgabe wird uns ziemlich helfen und weiterbringen auch ein bisschen. Denn sie will... Ah! Oh, du kommst gerade recht. Meinem Herzen geht es schlecht. Eine Frage habe ich nach einem Gefallen für mich. Wäre das ein Problem für dich? Wenn es nicht zu stressig ist, ich bin gerade beschäftigt. Wenn es nicht zu stressig ist, ja. Ah, danke vielmals, danke sehr. Ich wusste, dein Wesen ist her. Neulich war ich tief bewegt, hab die Kugel glatt verlegt. Ich benutze dies Substitut, doch das gefällt mir gar nicht gut. Mehr lieblich, so denke ich, hat wohl noch eine Kugel für mich. Gehe zu ihr und frage sie schnell nach einer Kugel, bevor ich eine bestelle. Du weißt, wo mehr lieblich sich befindet? Dort, wo der Weg zum Außenbezirk sich windet. Danke vielmals, danke sehr. Ja, gut. Wir haben von ihr die Aufgabe bekommen, ihr eine neue, beziehungsweise ihre alte... Oder? Ne, ihre alte? Ja, sie hat ihre Kugel jedenfalls verloren und wir sollen ihr eine von mehr lieblich bringen, die wir ja auf der anderen Seite schon... ziemlich schnell gefunden hatten, sogar schon angesprochen hatten. Und ja, hoffentlich hat die einen, wer weiß. Gucken wir mal, was die zu sagen hat. Ich habe euch erwartet. Ihr wollt etwas über eine Kristallkugel wissen? Keine Angst, ich bin mehr lieblich. Vorhersagen sind mein Beruf. Ihr kommt von Merle, oder? Ja, die Kugel ist bereit. Hier bitte. Aber wartet. Erst müsst ihr noch etwas für mich erledigen. Ich will etwas fitter werden und trainiere dafür. Ein Bekannter meinte, er hätte da ein nützliches Trainingsgerät für mich. Aber ich habe so viel zu tun, dass ich es noch nicht besuchen konnte. Der Bekannte, von dem ich sprach, ist Sophustus, der Dimensionsweise. Ihr würdet mir wirklich helfen. Könntet ihr wohl das Gerät für mich bei ihm abholen? Wenn ihr das für mich tut, gebe ich euch die Kristallkugel. Sein Haus ist in der Straße von Linearia, hinter der roten Tür des Flippstadtturms. Danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Dann gehen wir gleich mal nach Linearia. Und dreimal dürft ihr raten, wem wir da begegnen sollen. Natürlich Sophustus. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Ja, ganz klar. Sophustus dürfte, ja, dieses Trainingsgerät besitzen. Hoffen wir nur, dass er es uns auch direkt gibt. Aber ich kann euch gleich sagen, das wird er nicht. Wir werden hier noch ein wenig durch die Welten gejagt. Aber das lohnt sich auch im Endeffekt. Also ihr werdet sehen, das machen wir nicht umsonst, sondern eine schöne Belohnung gibt es dafür. Die uns mehr oder weniger helfen wird. Keine Ahnung. Also, derbe helfen jetzt nicht, aber ist okay. Man kann damit leben. So, nochmal 1000 Punkte absahen. Das macht man auch immer gerne. Und nochmal 100 beim Goomba. Ja, das bringt jetzt tatsächlich nicht so viel, hier nochmal rumzueiern. Aber okay. Wir machen es einfach mal. So, ab in das Haus von Sophustus. Hier dürfte es doch das Trainingsgerät geben. Auch wenn uns Sophustus wahrscheinlich weiterschicken wird. Aber egal. Hallo, Rentner. Oh, unser aller Held. Was bringt dich in die Nähe meiner blendenden Aura? Oh, du bist also wegen der Übungseinheit von mehr lieblich hier?
Nein, ja natürlich kenne ich so eine solche Maschine. Normalerweise würde ich eine solche Frage gar nicht akzeptieren, aber du bist der Held. Also gut, Held. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe Onkel Passauf, dem Bürgermeister von Altsteinstadt, so heißt die Stadt, etwas Bestimmtes geliehen. Du müsstest es für mich zurückholen. Ich habe ihn schon etliche Male darum gebeten. Für ihn muss es aber sehr wertvoll sein, denn er hat es nie zurückgegeben. Bringst du es mir zurück, werde ich dir die Übungseinheit überlassen. Frag ihn einfach nach dem, du weißt schon. Er wird wissen, was gemeint ist. Und jetzt los mit dir. Gut. Er beauftragt uns jetzt, Sophustus zu treffen. Das werden wir auch... Onkel Passauf zu treffen, genau. Landkarten. Hier haben wir... Ja gut, wir sehen hier, dass das schon in Kapitel 1, 2 ist. Was bedeutet, hier haben wir nichts mehr zu suchen und können zurückgehen. Yay, yeah, yay. Yeah.